Tätige Bitte, Josef, dass du uns jetzt das Matele reichen darfst. Ich darf euch bitten, näher heran, sonst hört ihr nichts. Alle Gäste, alle. Jetzt werden wir halt ein bisschen religiös etwas mitkriegen wollen müssen. Aber danken wir Gott, dass wir hier nicht ein. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Gottes Weisheit. Am Kreuz hat uns Jesus erlöst durch seine Demut vor allem. Aus Liebe zu uns stieg er herab. Gedanken würde ich noch empfehlen, eine Lesung aus dem Brief an die Philipper. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Jesus Christus entspricht. Er war gottgleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus Christus, wir rufen dich an und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wende dich allen Menschen gütig zu, damit sie erkennen, dass du allein das Heil der Welt bist. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ein Zeichen des Sieges über Sünde und Tod. Stärke alle Menschen, die dieses Kreuz ehren, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zwar der Gruber Hans ist Gründungsobmann. Der hat 1908 den Verein gegründet und ist bis 1990 Obmann gewesen. Danach war noch der Norma Heidel, ist 18 Jahre Obmann gewesen und bis 2008 und 2008 weg bin ich jetzt Obmann. Der Holzeis Nadi war jahrzehntelang Zuchtbuchführer, hat viel geleistet auch und der Stadler Sepp ist allen da gewesen, wenn man braucht hat. Dann möchte ich mich jetzt nur ganz herzlich bedanken beim Albert, beim Hirschhuber, dass der uns da einen Grund zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank, Albert, das ist auch nicht selbstverständlich. Weiters möchte ich mich bedanken beim Leitner Willi. Er hat uns das Fundament ausheben lassen, weil er Backer da gehabt hat. Hat das Material verfeiert mit dem Traktor und hat mitgeholfen bei der Steinverlegung. Also vielen Dank und die Burmer hat mir das auch noch gesagt. Vielen Dank, Willi. Der Wupfner Josef hat mir geholfen, das Fundament betonieren. Er ist jetzt heute nicht da, muss ich auch Dankeschön sagen. Der Niederwieser Christian hat mir geholfen, Stein verlegen. Und das ist eigentlich ganz schön geworden. Er ist jetzt heute nicht da, möchte ihm auch danken. Gianni Kelly möchte ich Danke sagen. Also wir zwei haben das Martel gebaut. Gras, wenn du sagst, das ist das Gras, gell? Das passt eigentlich auch ganz schnell. Die Schicht haben wir jetzt eigentlich alles. Wir
was ich noch danken möchte, meine Frau, die Helga, die ist eigentlich immer dabei gewesen und immer fest mitgeholfen. Dankeschön. Bravo, Helga. Josef, dass ich mich da bemüht habe und wirklich ein nettes Malter da aufgestellt habe, das was sehr gut reinpasst. Von Seiten der Gemeinde ist, sind sie ja grundsätzlich sehr wichtig, dass wir unsere Wanderwege pflegen und wenn da halt so ein religiöses Symbol dazukommt, das ist wirklich jederzeit herzlich willkommen und dafür sage ich eigentlich ein ganz großes Danke. Da hab's wieder nett.